unsere Leidenschaft als Siegen. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz in unserer recht schweren englischen Woche, in der wir fast verpflichtet sind, uns von Sieg zu kämpfen. Nachdem wir gestern Abend in Zwickau über den Kampf beide Punkte nach Hause fahren konnten, haben wir heute eine leichte Krafteinheit hier im Sportpark gemacht, doch sehr viel auf Regeneration geachtet, weil es ja morgen dann mit einem einzigen Taktiktraining im Videostudium dann schon Richtung Halle am Samstag wieder weitergeht. Vielleicht kurz rückblickend. Ich bin natürlich in erster Linie sehr glücklich gewesen, wie die Mannschaft in Bad Wildungen aufgetreten ist. Das war eine absolute Mannschaftsleistung, die auch spielerisch überzeugt hat. Da die zwei Punkte auch mit diesen 7 Toren Differenz mit nach Hause zu nehmen, war natürlich eine sehr schöne Sache. Dann war es sehr, sehr kurz, bis wir gestern Abend dann in Zwickau das Spiel hatten, welches sicherlich vom Spielerischen nicht an das Bad Wildungen-Spiel rangekommen ist. Aber was mir inzwischen bei meiner Mannschaft ganz gut taugt, ist dieser kämpferische Aspekt. Da haben wir in den letzten Wochen doch zugelegt und versucht, über den Kampf dann in dieses Spiel zu kommen. Ich finde, dass wir gestern eigentlich eine sehr, sehr gute Abwehr gespielt haben im Positionsangriff. Da hat sich die Mannschaft als sehr kompakt erwiesen, sehr zweikampfstark erwiesen. Was gestern allerdings überhaupt nicht rund gelaufen ist, war die Angriffsleistung. Wir haben uns doch sehr schwer getan. Wenn du auswärts nur 22 Tore kassierst, solltest du eigentlich in der Lage sein, gerade bei den vielen Ballgewinnen, die du ja dann automatisch in der Abwehr hast, vorne wesentlich mehr zu werfen. Es war eher ein torarmes Spiel, ein kampfbetontes Spiel. Ärgerlich war, dass wir dann 5,5 Minuten vor Schluss beim Stand von 21:16 eigentlich in dem Gefühl des sicheren Sieges dann doch noch leichtfertig diesen fast nochmal in Gefahr gebracht haben, indem wir dann zu schnell abgeschlossen haben, indem wir dann dieses Ergebnis nicht konsequenter und besser verwaltet haben bis zum Schluss und so fast noch ein bisschen in ein Zittern gekommen sind. Was mich gestern allerdings von der Angriffsleistung besonders gefreut hat, war der Auftritt von Labrina Zakalou, die gestern in eine Rolle geschlüpft ist, wo ich sie sehr, sehr gerne öfters sehen würde, dass sie gerade in den entscheidenden Phasen wichtige Würfe genommen hat, entscheidende Tore auch gemacht hat. Auch unser ewiges Duracell-Häschen Lydia Jakubisova, finde ich, hat ein paar wichtige Tore von der Rechtsaußenposition gemacht, hat überhaupt keine Chance liegen lassen. Das war auch ganz, ganz wichtig. Aber unterm Strich müssen wir schauen, dass wir von der Deckung her, vom Angriff her, viel dynamischer spielen, viel gezielter in die Lücken gehen, viel geradliniger Richtung Tor gehen. Das wird so ein bisschen auch ein Aspekt sein im morgigen Training, wobei der Schwerpunkt natürlich die Taktik Richtung Halle sein wird. Wir würden ganz gern diese englische Woche auch in Halle mit einer Revanche beschließen. Revanche insofern, weil wir doch zu Hause in unserer eigenen geliebten Salzerhalle gegen Halle verloren haben. Kurz nachdem wir im Pokal eigentlich in Halle selber recht souverän weitergekommen sind, haben wir zu Hause da schlecht gespielt und verdienterweise auch verloren. Und da heißt es jetzt am Samstag die englische Woche abzuschließen, vor allem weil es vom Spielplan her so ein wichtiger Spielplan ist, weil viele Mannschaften, die auch in den direkten Duellen mit uns um die internationalen Plätze wetteifern, gegeneinander spielen. Auf der anderen Seite ist die Bundesliga in diesem Jahr, finde ich, was die Positionskämpfe um den internationalen Platz, aber auch was die Abstiegsplätze betrifft, unglaublich spannend. Da passiert so viel und da ist so viel möglich. Darum ist ja auch die Gefahr jedes Mal da, dass fast jeder jeden schlagen kann. Und darum bin ich im Endeffekt auch sehr froh, dass die Mannschaft es dann über die kämpferische Leistung gestern geschafft hat, entsprechend in Zwickau zu gewinnen. Und Halle wird nicht ein wenig einfacher, sondern eher nochmal ein Stück schwieriger. Allerdings müssen wir uns mit Mega-Konzentration an die Aufgabe heranwagen, weil wie schon gesagt, wir würden ganz gern, nachdem es jetzt gerade 1:1 steht diese Saison, unser ostdeutsches Lokalderby doch ganz gerne dann für uns entscheiden. Und dafür wäre ein Sieg notwendig und den brauchen wir ja auch unbedingt, um eben im Rennen um die internationalen Plätze weiter zu bleiben. Das wird auch weiter so gehen, wir müssen kämpferisch bleiben, das wird sich nicht ändern. Wir müssen über diese kompakte Abwehr, über ein aggressives Spiel und eine Einstellung kommen,
die wir uns jetzt wirklich die letzten Wochen auf die Fahnen geschrieben haben, um eben unsere treuen Fans auch zurückzugewinnen. Es war so schön zu sehen, dass in Bad Wildungen ein Fanbus vor der Halle stand und als wir unsere Fans in der Halle gesehen haben, da ist einem das Herz aufgegangen und ich hoffe, dass die Mannschaft da so einen ersten Schritt gemacht hat zur Wiedergutmachung. Ich bin mir sicher, gegen Halle werden noch mehr Fans mitkommen. Auch da freue ich mich besonders drauf, weil das ist neben dem fleißigen Punktesammeln für die Tabelle noch eine absolute Hauptaufgabe in diesen verbliebenen Spielen, unsere Fans zu versöhnen und ihnen zeigen, dass wir mit Herz und mit Engagement bei der Sache sind. Ja, so viel zum Spiel. Wie gesagt, ich hoffe, wir werden diese Geschichte erfolgreich gestalten am Wochenende. Bei Halle selber müssen wir eben auf alle aufpassen. Sie haben doch eine sehr kompakte Mannschaft, die querbeet eigentlich gefährlich ist. Wir hatten in dem Heimspiel gegen Matzen enorme Probleme. Auch Mikkelsen über die rückraumrechte Position ist gefährlich. Gruber auf Rückraum links darf man nicht vernachlässigen. Im Endeffekt ist es eine Mannschaft, wo man einfach konsequent spielen muss und sehr konzentriert auch werfen muss, weil gerade in dem Heimspiel haben wir auch die Torhüterin zur absoluten Weltmeisterin geworfen, wobei wir da sehr viele hundertprozentige Chancen auch liegen haben lassen und ich das auch auf unsere eigenen Fahnen dann heften muss. Ja, wie gesagt, so viel erstmal zum Spiel. Dann gibt es noch zwei personelle Dinge bekannt zu geben. Das erste ist, die Wege von Kim Braun und dem THC werden sich trennen. Im beidseitigen Einvernehmen ist der Vertrag aufgelöst worden und wir wünschen ihr natürlich auf ihrem weiteren Handballweg und auch im privaten Weg alles Gute und bedanken uns für den Einsatz, den sie bei uns in dieser Saison gehabt hat. Manchmal laufen Dinge nicht so, wie man sie sich von beiden Seiten vorstellt, von daher denken wir, dass es für beide Seiten so am besten ist. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz erfreuliche Nachricht, die ich heute verkünden will, nämlich unseren letzten Neuzugang. Damit schließen wir die Neuverpflichtungen für die neue Saison, aber ich habe von Schließen gesprochen, der Kreis schließt sich und unser Mädel kommt zurück. Wir melden hiermit die Verpflichtung von Sonja Frei, die nach Ausflügen bei den Topclubs in Paris und in Dänemark mit Esbjerg und IGAST den Weg wieder nach Hause findet. Ich freue mich ganz, ganz besonders, weil wir in etlichen Gesprächen den gemeinsamen Nenner gefunden haben und auch die Rückmeldung von Sonja kam, dass sie eben nie so fit war wie bei uns und sehr gerne hier nochmal in einer ganz wichtigen Rolle, nämlich vorne wegmarschieren will, um uns zu helfen, zur alten Leistungsstärke zurückzufinden. Ich denke, Sonja ist eine ganz besondere Spielerin, die in vielen Bereichen ganz anders tickt und agiert wie die meisten Spielerinnen. Eine Spielerin, die sehr schnell ist, eine Spielerin, die ein bisschen unangenehme Sachen für den Gegner auch macht, überraschende Elemente in ein Spiel bringen kann. Und ich denke, dass sie genau die richtige Aufgabenstellung auch von uns begreifen wird und die auch wahrnehmen wird. Sie weiß, wie wir ticken, sie weiß, was wir von ihr erwarten. Und ich bin sehr frohen Mutes, dass die Sonja in der Lage ist, da vorne wegzumarschieren und auch den Weg, den wir gerade in diesen ersten 10 Jahren beim DRC hatten, wieder erfolgreich bestreiten können, nämlich, dass diese Mentalität wieder zurückkommt, diese Dynamik in unser Umschaltspiel, dieses schnelle Spiel, dieses überraschende Element, das sie auch da reinbringen kann. Von daher freue ich mich sehr, dass sie den Weg wieder zurückgefunden hat und ich bin mir sicher, dass sie dem Team helfen wird, die Fans begeistern wird. Mir ist immer noch dieser wahnsinnige Dreher gegen Leverkusen in Erinnerung. Dieser Dreher hat uns damals die Meisterschaft beschert. Das war der entscheidende Wurf des Jahres damals und Sonja besticht durch Elemente, die man nicht jeden Tag findet und ich hoffe, dass sie sich hier wieder zu Hause fühlt und glücklich wird und ich bin mir sicher, sie wird auch uns extrem weiterhelfen. Vielen Dank.